Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses Dörfchen gefunden und ich sehe gerade, wir haben schon wieder eine Bibel hier liegen, so wie es aussieht. Ja, natürlich. Irgendwie finden wir die überall. Und wir müssen uns jetzt mal um den Siedler kümmern. Ich bin auch froh, dass ihr hier seid. Ja, ich bin nicht froh, dass ich hier bin. Aber ist okay. Ihr seid der Sohn des Gouverneurs, richtig? Ich, jawohl, mein Herr. Lamentation Haskell. Meine Freunde nennen mich Lemmy. Oder sie würden es, wenn ich Freunde hätte. Bitte, nennt mich Lemmy. Ich habe so viele Fragen, werter Herr. So viele Fragen. Aber jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Nein, das ist es wahrlich nicht. Vielleicht könnt ihr mir dennoch helfen. Ich? Nun, wenn ich euch helfen kann, dann wäre mir das eine Ehre. Gut. Sagt, Lemmy, was treibt ihr so? Was? Wie verbringt ihr eure Tage? Ich helfe meinem Vater, vor allem bei den Geisterschutzvorrichtungen. Da gibt es wirklich viel zu tun. Wenn ich Zeit habe, beschäftige ich mich mit den Mysterien des Lebens. Ich beobachte hauptsächlich Wildtiere. Wenn ich welche finde, die nicht tot sind, haben New Eden verlassen. Und wer könnte es ihnen verdenken? Es ist sicher nicht leicht, der Sohn des Gouverneurs zu sein. Nein? Keine Ahnung, ich war noch nie der Sohn von jemand anderem. War bestimmt schwer, in seinem Schatten aufzuwachsen. Nur wenn man Aufmerksamkeit mag. Ich mag die nicht. Ich will nur Bücher lesen und Dinge lernen. Die Menschen lassen mich meistens in Ruhe. Das mag ich. Meistens. Der Typ ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Euer Vater sprach von der Seuche. Hat er das? Dann wisst ihr ja so viel wie ich, mein Herr. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, würde ich sie gern hören. Da ihr fragt, ich glaube, etwas wirklich Übles sucht uns heim. Etwas mit unbekanntem Ursprung, das wir wohl nie verstehen werden. Die Seuche ist also Teil des Fluchs? Ja, natürlich. Der Fluch. Natürlich ist es der Fluch. Was sollte es sonst sein? Ja, ich weiß nicht. So wie der antwortet und so, das ist alles so ein bisschen komisch. Diese Geisterschutzvorrichtungen sind ziemlich eigenartig. Das sind sie, nicht wahr? Etienne Roulet hat sie erfunden, aber mein Vater hat sie gebaut. Benutzt ihr sie bei eurer Arbeit auch? Nicht wirklich. Meistens rede ich mit Geistern, anstatt sie abzuwehren. Stimmt. Aber jedes Werkzeug erfüllt seinen Zweck und in so unsicheren Zeiten brauchen wir alle Werkzeuge, die wir haben. Magie ist großartig, wenn Rechtschaffene sie einsetzen. Ihr scheint eine Menge darüber zu wissen. Oh, ich wünschte, das wäre so, mein Herr. Ich lerne noch. Viele der Feinheiten und Nuancen habe ich noch nicht verstanden. Was war das? Euer Vater glaubt, in den Harrows treibt eine Hexe ihr Unwesen. Ist euch jemand aufgefallen, der sich seltsam verhält? Ich würde euch ja gerne antworten, mein Herr, auf jeden Fall, aber es ist so, dass sich alle hier seltsam verhalten. Der Fluch brachte Krankheit mit sich. Die Krankheit, die Spaltung. Und die Spaltung, den Konflikt. Heilung würde uns gut tun, mein Herr, wirklich. Ihr müsst uns Frieden bringen. Meistens ist es eher umgekehrt, dass die Konflikte die Spaltung mit sich bringen, aber okay. Noch einen guten Tag, Lemmy. Einen guten Tag, mein Herr. Nun gut. Soll ich jetzt, also wenn er sagt, die Siedler suchen, soll ich jetzt mit jedem einzelnen Siedler sprechen? Darf ich das jetzt wegschießen hier? Immer noch nicht. Schade. Also nur das in meinem Haus. Na gut. Sind die jetzt zu Hause? Kann ich die jetzt ansprechen? Von der anderen Seite verschlossen. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht öffnen darf, oder? Guten Tag, der Herr. Guten Tag, Madam. Mistress. Lucy Barrow. Die Bierbrauerin. Red McGrath, der Verbanner. Bierbrauerin, ja? Das hätte ich nie erraten, wenn ich euch so sehe. Und wie sieht eine Bierbrauerin für euch aus, Verbanner? Da hat sie dich erwischt.
Erzählt mir von euch, von eurer Arbeit. Ha, was seid ihr, von der Volkszählung? Ich bin Lucy Barrow. Seriös, stolz, klug. 41 Jahre und Witwe. Mein Mann und ich hatten eine Taverne in England. Ich war das Hirn, er war... Nun, er war da. Und wenn ihr mich Witwe Barrow nennt, hole ich meine Schere und kürze euch eure Kastanien. Was hat euch nach New Eden gebracht? Freiheit, Wohlstand, die Chance, gute puritanische Männer trinken zu sehen, bis ihnen schlecht wird, während ich reich werde. Und Kastanien. Ich kam wegen der Kastanien. Die haben ja alle irgendwie einer der Klatsche, kann das sein? Nun, ich weiß zufällig, dass die Bierbrauerin Geschichten hört, die niemand sonst hört. Also, was gibt's Neues? Ihr wollt eine Geschichte, ja? Gern. Kürzlich sah ich Phoebe Walcott. Sie ging so seltsam. Sie hatte etwas unter ihrem Mantel versteckt. Ich weiß nicht, was es war, aber sie ging in ihre Scheune und als sie wieder herauskam, hatte sie es nicht mehr. Ich habe sie mehrmals dabei beobachtet. Nicht, dass ich mitzählen würde oder dass es mich interessieren würde. Mhm. Okay. Wie ist das Leben in den Harrows? So angenehm wie gewünscht? Wann ist das Leben schon so angenehm, wie man es sich wünscht? Nun, das hängt davon ab, wie man angenehm definiert. Süßes Bier verkauft sich besser. Aber die Süße macht es schwächer. Erzählt mir vom Gouverneur. Er ist kein großer Biertrinker, nehme ich an. Nein, leider nicht. Wäre er es gewesen, wäre er vielleicht nicht so ein Arschkriecher. Er ist ein Mann und hat Angst vor mir, einer gebildeten Frau. Er spioniert. Er kommt vorbei, um den Inhalt meiner Töpfe zu überprüfen. Er hat Angst. Ein ängstlicher kleiner Mann. Ich bin eine Frau mit Verstand und Mitteln. Aber trotzdem, nein, gerade deswegen fürchte ich die Hexenjagd. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Was könnt ihr mir über Lamentation Haskell sagen? Ich kenne ihn kaum. Er redet nicht viel. Er ist vermutlich klug, aber es ist schwer zu sagen. Er ist ein kleiner Junge. Niedlich natürlich, aber kaum interessant. Ja, die Waren kann sie mir auch mal kurz zeigen. Seid ihr an einem Handel interessiert? Was braucht ihr? Aha, aha. Sie ist Brauerin und verkauft hier allerlei Zeugs. Okay. Oh, wir haben 2159 Gold mittlerweile. Haben wir doch so einiges noch geholt. Ja, wenn wir jetzt mal dringend was brauchen würden, dann wäre das okay. Aber ich sag mal, erstmal nicht. Darf ich euch fragen, ob euch in letzter Zeit etwas Merkwürdiges aufgefallen ist? Wenn ja, dann sagt es mir bitte. Ich werde euch sicher sagen, wenn ich etwas Normales sehe. Seltsam ist bei uns normal. Jeden einzelnen Tag im Jahr. Und doch tratschen die Leute immer noch. Sie sind misstrauisch, aggressiv, ungeduldig. Vielleicht sehen sie sich nach Normalität. Das ist wohl nachvollziehbar. Tja, lasst es mich wissen, wenn euch etwas ungewöhnlich vorkommt. Ja, na gut. Ich verabschiede mich für den Moment. Einen schönen Tag noch, der Herr. Auf jeden Fall, auch wenn sie ein bisschen seltsam drauf ist vielleicht, ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Und in gewisser Weise sogar angenehm. Oha, jetzt können wir hier rein. Okay. Nehmen wir mal direkt alles mit, wenn wir hier reinkommen. Natürlich ist hier wieder eine Bibel. Ja, und in den unpassendsten Momenten muss man natürlich direkt einen Anruf bekommen. Quasi immer, wenn ich aufnehme. Hier ist aber gar keiner zu Hause, ne? Ich kann hier einfach mal so rein und mich ein bisschen umschauen, so wie es aussieht. Brief von Aspen am Perry Cotel, Juli 1686. Mein lieber Perry,
Ich schreibe dir diesen Brief, damit du ihn mit in die neue Welt nehmen kannst, um die alte Frau, die ich mittlerweile bin, nicht zu vergessen. Ich bin so stolz auf dich. Du bist nicht mehr der kleine Junge, den ich von der Straße aufgelesen habe. Du bist jetzt ein vollständig erwachsener und leidenschaftlicher Mann. Ich bin mir sicher, dass du in der neuen Welt den Sinn, nach dem du schon so lange suchst, finden wirst und dass du der talentierteste Bäcker der Gegend sein wirst. Lass dir deine Leidenschaft nicht nehmen, verliere nicht deine Würde, wenn du in der Not steckst und zolle unserer wunderbaren Berufung Tribut. Vergiss nie, dass es eine ehrbare Mission ist, andere zu ernähren und dass unser Heer über dich wacht. Besuche mich doch eines Tages, wenn es dir möglich ist. Aber bitte schreibe mir regelmäßig. Von ganzem Herzen Glück wünscht dir Aspen. Ist das die Hintertür hier? Mehr oder weniger. Hier geht's zumindest raus. Was haben wir denn hier? Was zum Einsammeln? Ah ja, doch, ist doch die Hintertür. Da können wir gleich noch durch. Sehr gut. Da unten sehe ich jetzt sonst nichts mehr. Finde ich ja auch immer lustig. Ich meine, das ist so ein Kirchendörfchen und die wissen, dass hier ein Verbanner drin ist und so, aber die machen sich null Sorgen darüber, dass es hier ständig am Knallen ist, wenn einer am Schießen ist. Es sei denn natürlich, die stehen jetzt irgendwo um die Ecke und sagen, oh Gott, habt ihr diesen Schuss auch gehört? Wer war das nur? Aber hört sich jetzt nicht so an. Ach so, das ist die Tür, die von der anderen Seite verschlossen war. Ah. Dann haben wir die auch schon mal aufgemacht. Das ist gut. Frage ist, können wir jetzt irgendwas hier mit dem Brunnen machen? Achso, da steht ein. Hallöchen. Mistress Barrow, kann ich mit euch sprechen? Na gut. Ach, das ist die wieder. Sprecht. Ich habe sie fast gar nicht erkannt. Ich verabschiede mich für den Moment. Und ich mich von euch. Ja, bleibt schön da stehen, sonst weiß ich nicht, wo ihr seid. Gut. Frage ist, bringt uns das jetzt was, wenn wir hier an jede Tür klopfen? War hier nicht eine Tür auf dem Hinweg? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oder war die jetzt vorne und ich bin jetzt dran vorbeigelaufen? Das kann natürlich auch sein. Riecht sogar noch schlimmer hier. Heilige Scheiße. Es ist gerecht. Wir beginnen von vorn. Geschissen auf diese Menschen. Sie können uns nichts anhaben. Aber wie konntest du es ihn nochmal küssen lassen? Hallo? Geht es euch gut, mein Herr? Wir haben geschlossen. Raus, sofort! Verschwindet, zieht Leine! Euer fröhlicher Ton lässt mich vermuten, dass es euch nichts ausmacht, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich bin Red McGrath, der Verbanner. Ich suche hier in der Gegend nach Beweisen für Hexenwerk. Und ich sehe sofort, dass ihr darauf brennt, mir zu helfen. Zeig dich, du mieser Hausierer! Hier gibt's keine Hexen. Nur mich, Caleb Watson. Verhält sich jemand auffällig? Ja, außer er selber? Erzählt mir was. Habt ihr in letzter Zeit etwas Interessantes aufgeschnappt? Klatsch und Tratsch ist was für Waschweiber. Da ich kein Waschweib bin, klatsche und tratsche ich auch nicht. Der Gouverneur hat mich gebeten, mich umzusehen. Verhält sich jemand auffällig? Warum sollte er euch darum bitten? Jeder hat Geheimnisse. Und ich habe ein Talent dafür, sie aufzudecken. Ich habe keine Geheimnisse. Ich habe nichts Falsches getan. Schaut euch in meinem Haus um, wenn ihr mir nicht glaubt. Überzeugt euch selbst. Und wenn ihr einen Funken Anstand besitzt, dann kommt ihr danach zurück, zieht euren Hut, entschuldigt euch und verschwindet dann für immer. Wenn wir jemanden suchen, der sich auffällig verhält, dann sind wir hier wohl richtig. Mhm. Dann will ich euch mal wieder allein lassen. Ein Mann, dem seine eigene Gesellschaft genügt, der ist nie alleine. Habt ihr gehört? Der war gut, nicht wahr? Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Ganz und gar nicht. Ja, offenbar hat der gute Herr uns jetzt eine neue Quest gegeben. Caleb Watsons Schusterei untersuchen. Hier vorne ist erstmal was zu lesen. Verspätete Zahlungen, Fräulein Wildcott. Ich möchte euch noch einmal höflichst daran erinnern, dass eure Rechnung für die Reparatur eurer Stiefel noch nicht beglichen ist.
Von einer verspäteten Zahlung hat niemand etwas. Das ist euch doch sicher bewusst. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ihr säumig seid. Säumig seid, toller Ausdruck. Vielleicht wärt ihr so freundlich, eure Schulden gleich früh morgens zu begleichen, bevor ihr zur Flasche greift. Okay? Trotz eurer üblen Worte verbleibe ich als euer Freund. Caleb Butzen. Okay. Faszinierend. Hat jeder Bürger etwa seine eigenen? Was denkt ihr? Zwei fehlen. Alexander und Ruth Watson. Familie? Das sind jetzt, nehme ich mal an, die Muster, damit er die Schuhe für die Leute machen kann, oder? Es gehört sowieso uns. So wie es von Anfang an hätte sein sollen. Du weißt, dass es so ist. Mit wem redet der Geist? Also ich denke mal, er ist besessen von einem Geist. Ich kann ja meinen Geist auch noch hören. Deswegen anonyme Rendezvous-Nachricht. Verehrter Mr. Watson, ich möchte euch auf euren Brief antworten, indem ihr euch über meine Fähigkeiten erkundigt habt. Es freut mich zutiefst, dass wir dieselben Interessen zu haben scheinen. Und es wäre mir eine Ehre, mich mit euch zu treffen, um über das Thema zu diskutieren. Okay, er meint sicher nicht die Schusterei. Tatsächlich bin ich gespannt zu erfahren, wie umfangreich euer Wissen und eure technische Expertise sind. Falls möglich, würde ich jedoch ein Treffen an einen ruhigen und abgeschiedenen Ort bevorzugen. Weit weg von jenen, für die meine Arbeit ein Skandal darstellt. Denn mir ist bewusst, dass die Werke eines Künstlers die Emotionen hochkochen lassen können. Vor allem dann, wenn sie das eigene Verständnis übersteigen. Menschen sind nur selten objektiv und es wäre eine Schande, sollten unsere Fachsimpeleien negatives Aufsehen erregen. Ich freue mich auf eure baldige Antwort. Hochachtungsvoll, euer Freund und Kollege. Danksagung des Gouverneurs, mein lieber Mr. Watson. Hiermit möchte ich euch persönlich für eure Mühen, euren Einsatz und eure harte Arbeit zur Sicherung unserer Zukunft danken. Das Beherrschen eines Handwerks ist, wie ihr sicher wisst, ein Zeichen der Gottseligkeit. Denn so sicher wie der Tag auf die Nacht folgt, ist ein Dorf mit gut beschuhten Gemeindemitgliedern ein sicheres Zeichen dafür, dass der Herr ihm Wohlstand beschert hat. Hochachtungsvoll der ehrenwerte Fairfax Haskell, Gouverneur von New Eden. Gouverneur? Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass der jetzt hier so eine Art Priester ist. Aber das war, jetzt weiß ich auch, woher der mir so bekannt vorkam. Das war der Typ, der uns gerufen hatte. Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Ganz und gar nicht. Ein Türschlüssel. Das ist gut. Gehen wir aber erstmal hier durch. Hallo? Liest du das auch mal? Calebs Liebesbrief. Ach so, an Ruth. Hä? Wieso hat er das? Ich habe lange überlegt, ob ich dir diesen Brief schreiben soll, da er dir sicherlich nur Leid zufügen wird. Ich bin jedoch überzeugt, dass es in den Augen Gottes auch eine Lüge und somit eine Sünde ist, die Wahrheit nicht auszusprechen. Auch wenn es so viel einfacher für uns alle wäre, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Alexander betrügt dich. Hinter deinen Rücken treibt er sich mit Huren herum. Ich bin etwas verwirrt, weil es soll ja ein Liebesbrief werden. Jetzt ist es raus. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Ich weiß schon lange über Alexanders verkommene Vorlieben Bescheid. Er mag charmant und intelligent sein, aber seine Seele ist beschädigt und Gott hat ihn verstoßen. Mir ist egal, was die Leute in der Stadt über dich sagen. Ich weiß, dass du rein bist. Du weißt, dass deine Seele unbefleckt ist und heller strahlt im Antlitz Gottes. Ich bewundere deine Grazie und die Reinheit deines Herzens, die deine Worte und Taten immer wieder aufs Neue belegen. In deiner Gegenwart verblasst alles andere und meine Liebe für dich wird von Tag zu Tag größer. Meine Tür steht dir jederzeit offen, liebste Ruth, wie auch mein Herz. Caleb Watson. Zwei Brüder, die um die Gunst derselben Frau buhlen, das geht selten gut aus. Sprichst du aus persönlicher Erfahrung? Keine Angst. Frag nicht. Er wird sich bald trollen. Und sie auch. Und sie auch? Hört er meinen Geist? Redet er überhaupt von mir? Ich bin mir nicht sicher.
Kehleputzens Medaillon. Ein Medaillon aus Kehleputzens Schusterei. Die Initialen RW sind darauf eingraviert. Ruth. Ja, heißt die auch Watson? Also, ich habe so verstanden, die ist jetzt mit seinem Bruder verheiratet. Ist das jetzt richtig? Sind eingraviert und sie hält eine blonde Haarlocke. Oha. Es hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Ja, und Haarlocken sind vielleicht auch nicht gerade das Beste, was man da reintun kann. So, muss ich die hier aufschließen? Ja. Kann ich nicht benutzen. Okay, hier sind diverse Sachen, die zum Fall dienlich sind. Also gucken wir hier kurz noch. Trümmer von einem abgebrannten Haus? Was machen die hier? Das gilt es herauszufinden. Hallo. Was ist das? Kein Metall, kein Holz. Knochen? Es ist Knochen. Wunderbar. So langsam. Okay, die kann man nicht kaputt machen. Nachruf. Höret unsere geschätzten Mitbürger. Alexander Watson und Ruth Watson, Frau und Bruder des Schusters. Caleb Watson bekam beide auf tragische Weise beim Brand des Watsonhausen. Was? Achso, Frau und Bruder des Schusters Caleb Watson kamen beide auf tragische Weise beim Brand des Watsonhauses ums Leben. Also hat er doch jemanden umgebracht. Das hatte ich auch schon im Gefühl eben. Und wurden würdevoll in Anwesenheit von Caleb und seinen Freunden und Nachbarn und den Augen Gottes auf dem Gottes Acker vergraben. Ruth wird uns als hingebungsvolle Ehefrau und gütige, sanftmütige Freundin in Erinnerung bleiben. Alexander war ein Mann mit vielen Problemen, der oft zur Flasche griff, uns eine Menge Ärger bereitete und schlimme Sünden beging, sich jedoch am Ende reinwusch, indem er sich ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben in die Flammen stürzt, um seine Schwägerin doch noch zu retten. So vergeblich seine Mühen auch waren. Wir beten darum, dass Gott sie zu seiner Rechten sitzen lässt. Ruth und Alexander Watson, die Frau und der Bruder des Schusters. Ja, ja, er wird mit Sicherheit heimgesucht, das würde ich auch sagen. Er wird mit Sicherheit heimgesucht, aber wo ist der Geist? Ich denke, wir müssen mit Caleb Watson sprechen. Ja, das denke ich auch. Die Frage ist nur, wird er uns auch antworten? Also ehrlich antworten, meine ich. Es gehört sowieso uns, so wie es von Anfang an hätte sein sollen. Du weißt, dass es so ist. Genug rumgeschnüffelt? Hä? Genug an eurem Arschloch gerochen? Ihr sagtet, ihr hättet keine Geheimnisse. Das war doch gelogen, oder? Jeder hat Geheimnisse. Ich kann eure Geheimnisse bis hierher riechen, mein Freund. Steckt euch eure Fragen sonst wohin und verzieht euch. Direktheit führt hier nicht zum Erfolg. Lass dir Zeit und lock ihn in die Falle. Im Garten befanden sich verbrannte Trümmerteile. Ich habe auch Knochen gefunden. Woher kommt das alles? Euch muss wahrlich langweilig sein, wenn ihr Zeit habt, meinen Müll zu durchwühlen. Das stammt alles vom Haus. Vermutlich. Ich habe euren Brief an Ruth gelesen. Es ist klar, ihr habt sie geliebt. War die Sache mit Alexanders Untreue wahr? So war Caleb Watson mein Name. Und Gott und alle Anwesenden meine Zeugen sind, schwöre ich, dass mein Brief an Ruth erstunken und erlogen war. Ich begehrte seine geliebte Ruth und beschloss, Alexanders Ruf zu ruinieren, weil ich eine kleine, gierige Sau bin. Ehrlich seid ihr ja, aber es scheint nicht, als würdet ihr eure Taten bereuen. Nein, was geschehen ist, ist geschehen. Daran lässt sich nichts ändern. Mein Bruder ist nur noch eine ferne Erinnerung. Schrecklich, was eurer Frau und eurem Bruder zugestoßen ist. Vielleicht hätte ich helfen können, hättet ihr etwas gesagt. Ihr trauert sicher sehr. Darf ich fragen, wo sie begraben wurden? Scheiß auf meinen beschissenen Bruder und scheiß auf euch auch. Sie liegen beide auf dem Gottesacker begraben, tief unter der Erde. Genug der Worte. Was geht auf dem Gottesacker vor sich, Caleb? Scheiß auf den Gottesacker. Er und ihr könnt mir gestohlen bleiben.
Es hat euch nicht zu interessieren. Ihr müsst mir sagen, was dort vorgefallen ist. Hört auf mit dem Versteckspiel. Nichts ist vorgefallen. Beerdigt! Alles beerdigt! Ruhe! Ihr könnt eure scheiß Fragen einpacken und die Fliege machen. Was immer geschehen ist, es geschah auf dem Gottesacker. Ja, aber was ist damit genau gemeint? Ist das ein spezieller Ort? Okay, anscheinend ist das ein spezieller Ort hier. Ah, da oben, okay. Ja, dann würde ich jetzt eigentlich sagen, ich denke mal, dass wir da das Geheimnis noch nicht direkt lösen werden. Dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen werden, damit die Folge nicht zu lange dauert. Und dass wir dann in der nächsten Folge mal zum Gottesacker gehen werden. Ja, und beim Titel der Hölle verschrieben, ahne ich irgendwie nichts Gutes, was uns da erwarten wird. Deswegen, ja. Ich freue mich aber trotzdem auf die nächste Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.